Die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin hat ein ganz besonderes Jahr 2021 erlebt. Neben den Herausforderungen der Corona-Pandemie wurde eine Fusion zweier Sparkassen durchgeführt. Außerdem feierte die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin ihr 200-jähriges Jubiläum. Beim Jahresgespräch zog der Vorstand eine positive Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr. Wir sind sehr stolz als Vorstand, dass das unserer Mannschaft wirklich gelungen ist, die Sparkasse doch in so kurzer Zeit zusammenwachsen zu lassen und darüber hinaus noch für die Kundinnen und Kunden in der Region ein verlässlicher Partner zu sein und auch zu bleiben. Also wir ziehen den Hut vor unseren Kolleginnen und Kollegen und sind von daher, was das Jahr 2021 angeht, wirklich froh gestimmt. Die aktuellen Entwicklungen, insbesondere in der Ukraine, haben auch Auswirkungen auf die Sparkassen. Angesichts der zahlreichen geflüchteten und hilfesuchenden Menschen überreichte die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin im Vorfeld der Pressekonferenz eine Spende in Höhe von 1.500 Euro an das ukrainisch-deutsche Kulturzentrum SIC. Unsere Mittel sind sicherlich auch am Ende des Tages begrenzt, aber ein klein wenig dort solidarisch zu zeigen, das meinen wir, das ist einfach auch Verpflichtung und gehört auch zu unserem genetischen Code Sparkasse dazu. 2022 bringt erneut große Herausforderungen. Die langfristigen Konsequenzen des Krieges in der Ukraine können heute noch nicht beurteilt werden. Hoffen wir aber auch, dass wir trotzdem im Verhalten optimistisch in die Zukunft schauen können, dass wir vor allen Dingen auch in diesem Jahr wieder den Menschen in der Region ein verlässlicher Partner sein können. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir auf unserem eigenen Territorium, in unserem Geschäftsgebiet, dass wir wirklich für die Menschen in der Region ein verlässlicher Partner sein können. Pandemiebedingt mussten die meisten Jubiläumsaktivitäten der Sparkasse im vergangenen Jahr abgesagt werden. Stattgefunden haben jedoch zahlreiche Baumpflanzaktionen an den 28 Filialstandorten. Die Jubiläumsaktivitäten sollen 2022 nachgeholt werden. Dazu gehören unter anderem ein Festakt am 14. Mai im Solitär in Parchim sowie eine Ausstellung zur Geldgeschichte ab April in Hagenow.